Und damit herzlich willkommen zurück zu The Crew Wild Run im Testen hier in der Beta und so weiter. Wir wollen jetzt mit den Serienfahrzeugen nach Chicago fahren. Nach Chicago, von Miami nach Chicago peitschen. Und es sind 62 Kilometer, so als Rasse. Ist der Black Wolf und 62 Kilometer sind auf der Uhr zu fahren, ja. Also, wollen wir los? Los, peitschen wir mal los. Fahren wir mal mit Serienfahrzeugen erstmal. Also, Spaß, nicht dafür zu fahren. Die Karte ist echt immens groß, muss ich ja auch mal sagen. Also jetzt, wo man sie nochmal in Ruhe angeguckt hat, was da alles verbaut wurde, das ist ja der Wahnsinn. Der macht schon wieder so einen Speedtest. Ich sehe schon, was sind denn für Pfeile? Ich ignoriere die einfach. Achso. Ja, es ist wirklich sehr große Karte, also wow. Wie ich das eine Mal halt erwähnt habe, dass halt mal so ein Event halt dann 2 Stunden dauern kann. Hm. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das müsste das erste jetzt gewesen sein, das ist gerade ganz schön. Ja, also es ist halt wirklich eine sehr große Karte von der USA. Ey, du Rammer. Und ja, es gibt geile Schwierigkeiten. Es gibt sogar Las Vegas und Los Angeles, ist klar. Und da werden wir auch auf jeden Fall noch lang peitschen. Aber da haben wir uns halt dann gedacht, halt nicht mit Serienfahrzeugen, sondern mit anderen Fahrzeugtypen, die wir dann sehen werden. Ne? Ja, eine kleine geile Weltreise hier. Digga. Fullofahrt 264 hat die gerade noch auf der Uhr. Kurz vor 280. Ja, der Herr Tiger fährt ein Chevrolet Camaro SS. Ich fahre einen Nissan, geil, ich muss schon sagen, stimmt auch nicht, einen Nissan 307Z. Und ja, dann werden wir uns halt auch überraschen lassen, was wer dann bei den anderen Fahrzeugtypen nimmt. Fahrzeug. Ja, ich habe schon meinen Fabo gefunden, der ist schwarz und hat einen Streifen in der Mitte. Ja, komm. Den hat er mir gerade nicht zugelassen, weil er irgendwie was von Serienfahrzeugen gequasselt hat. Und die erste Tour bis dahin sollte man mit Serienfahrzeugen. Gut, habe ich ihm den Wunsch schon mal erfüllt. Ja komm, das erste Mal kann man doch mit Serienfahrzeugen fahren. Ja klar. So lustig so. Wir fahren in die Pilze. Boah, boah. Betrammst du mich, du Arsch. Als ob. Du hast mich gerammt. Hab ich doch auch aufgenehmt. Alles auf Band, Alter. Gib mir dein Kennzeichen. Ja, warte. Deine Versicherung und so. 4325 EY45. Ach, du hast ja keine Versicherung. Nein, das war mein Kennzeichen. Das war mein Kennzeichen. 62 Kilometer. Ey, jetzt haben wir 51 schon. Also, gut runter. Ihr schrotet schon. Also vom Ländlichen kriegt man gerade nicht viel mit. es ist Autobahn. Ist klar, dass man Autobahn fahren muss auch. Echt jetzt? Hätte ich gar nicht gedacht, wa? Ich bremse mal leicht an hier, das wird mir gerade ein bisschen komisch. Ja, wir machen nur kleine Rasten, denn wir wollten aber auf jeden Fall mal die Größe der Karte zeigen. Das macht ja auch nicht gerade jeder. Nee, nicht gerade jeder. Und zeittechnisch haben wir auch nicht viel Zeit. Wow, ey! Nein, au! So, soll ich rechts ranfahren? Ja. Okay, ich blinke. 70. Du kannst nicht blinken. Ich fahr mal rechts ran. Da hat's ihn von der Straße gewählt und ich war nicht schuld. Doch, du warst schuld. So dann. Ich merk grad, nee, ich dachte, er fährt mir noch hinten rein gerade. So böse bin ich nicht. Also wenn du nicht fahren kannst, dann weiß ich auch nicht weiter. Sag ja, der mit reingefahren ist. Hey, yeah, ein Camper, cool. Oh, hier kommt ein bisschen Stau auf gerade. Ey, wie groß das, also ich staune immer noch. Also wir hatten gerade die Debatte zwischen GTA 5, weil GTA 5 ist ja nun mal auch schon groß. Aber wo ich die Karte jetzt gesehen habe, das ist ja viel, 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 viel größer, ja.
Jetzt weißt du auch, wie dann so ein 2-Stunden-Event dann zusammenkommt, ja, ne? Ja, ja. Jetzt kann ich mir davon ein Bild machen. Bin da schon wieder bei dir. Vorsicht, vorsicht. Ja, hab ich schon gesehen. Nächstes Mal bitte Blinker noch. Ja, warum? Siehst du, Thema Blinker. Warum baut man das nirgendwo ein in so einem Autospiel? Also. Keine Ahnung. Geht das nicht oder? Also manche wollen auch gerne blinken. Das wurde auch bei GTA sehr groß debattiert. Vor allen Dingen, sag ich mal, wenn man sowas macht hier. Ey, nicht hinten reinkuscheln. Du musst Speedy eben. Bist schon wieder umgefallen? Genau auf der Straße. Wir müssen abbiegen. Ich hab die Abbiegung gerade verpasst. Muss umdrehen. Das, das was wir jetzt machen, bitte nicht nachmachen zu Hause. Und nicht auf der Autobahn. Kann sehr. Hier war ein Stoppschild, halt übersehen. Nicht nachmachen. Und anschnallen. Immer anschnallen. Ja, immer anschnallen. Tiger, fährst du eigentlich in der Cockpit-Ansicht? Nee, gerade nicht. Ich bin gerade in der Außenansicht. Wenn ich kann, können wir doch immer noch in der Cockpit-Ansicht fahren. Ich will immer beim Fahren eigentlich mit der Maus nach hinten gucken, aber das geht nicht. Der switcht sofort nach vorne. Ey, dieser Frontverkehr hier, das geht ja gar nicht. Aber guck mal jetzt von der Innenansicht. So. Ein Scheibenwischer, kann man die so aktivieren oder sind das automatisch? Die sind dann automatisch. Sind denn automatische? Mal gucken, ob wir dann auf unsere Reisen auch im Regen und so reinkommen. Bestimmt, also auf der Dauer auf jeden Fall. Denke ich mal. Egal, ein sauberes Überholen. Ey, innen kommt das Feeling echt anders. Oh, ich hab die Ausfahrt verpasst. Ich hab die Ausfahrt verpasst. Wir sollten ein bisschen mehr auf das Fahren konzentrieren. Ich muss rückwärts setzen. Ja, ich sitz kurz dran. Ich hab grad den blauen Strich eigentlich an. Kannst fahren. Aber schön, macht Laune, also so schön auf Dauer so zu fahren. Vor allen Dingen dann nicht so hektisch im Rennen, sondern wann? Naja, mit 2.30 ist schon ein bisschen hektisch, aber... Muss ich ja mal sagen. Soll ich überhole? So, ich sehe schon. Ich bin auf der Schnellspur. Schön auf Dauer Bleifuß. Das ist das, bis jetzt noch keine Polizei von uns gekommen ist, ey. Ich höre deinen Motor. Komm auch langsam mehr ran. Windschatten, mach. Brems mal, nicht. Willst du überholen? Ah! Nee, ich hab abgebremst. Alles klar. Okay, versteck mich mal hier hinter so einem Normalfahrer. Kannst du überholen. Fahr mal vor. Jawohl, schön. Ich zieh hinterher. Oh, schöne Fahrmanöver, muss ich ja sagen. Schöne Fahrmanöver. So, ich würde jetzt am liebsten Radio anschalten hier. Utz. Achtung, wir müssen raus. Ich bremse auch gerade. Nur eine Kurve. Doch voll die Sightseeing-Tour hier. So, die nächste, die jetzt gleich kommt, die müssen reinbiegen. So, Autopilot sagt jetzt, was von 35 Kilometer haben wir noch. Für die erste Tour. Vorsicht, Appel! Ah! Der hat Au. Ich kam nicht mehr zum Stehen gerade. Du mach doch mal hier! Alle grün, Mensch, denn Skinner, ey! Ich muss mal sagen, wir machen gleich eine Rastpause, oder? Ja, können wir auch machen. Ich würde sagen, fahren wir auf unser gemütliches Rasthaus hier, was jetzt gleich kommt. Was du ausgesucht hast, natürlich. Ja. Reservierungen und so. Reservierung. Das ist hier exclusive. Exclusive. So, jetzt würde ich am liebsten aufsteigen. Geht aber nicht. Gut, man sieht sich dann so nach unserer Rastpause. Wir müssen halt jetzt noch ein bisschen essen, trinken, bereiten. Die Motor abkühlt, die Reifen abkühlt, sind ein bisschen warm geworden. Coca-Cola, Coca, Mars und so und ja. Bis zum nächsten Part, bis zum nächsten Abschnitt unserer kleinen Weltreise in The Crew. Ja, mit mir und dem Black Wolf. Besucht uns gerne mal auf tiger-gaming.de. Und ja,
verfolgt die Reise einfach mal. Hust, Schleichwerbung. Gut, dann man sieht sich im nächsten Rastpausen. Ciao, ciao, miau, miau. 34 Kilometer haben wir noch auf der Uhr.